Hallo und herzlich willkommen zurück zur Mini-Staffel Jubiläum 100. Folge Punkt 3. Ja, in der letzten Folge hatte ich angemerkt, dass wir den Nebel des Krieges unerwartet wieder mal nicht an- bzw. aus hatten. Und ihr seht schon, hier wird ordentlich randaliert. Der Mitchell, der dreht durch. Da würde ich sagen, da schicken wir direkt mal eine Wache hin. Und ja, ich habe aufgrund des Radaus hier die ungute Befürchtung, dass noch schlimmere Dinge passiert. Oh, wei, wei. Wir haben einen Toten. Oh nein, nein, nein. Wir müssen unbedingt hier unser Personal mal umstrukturieren. Das geht so nicht mehr. Und zwar, wie machen wir das? Wir brauchen als erstes mal wirklich einen, wie heißt es denn? Finanztypen hier. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier, Sekunde, wir werden erstmal hier den einen oder anderen feuern müssen. Nur um den gleich wieder einzustellen, das ist halt sehr albern. So, ich hoffe, ich kann jetzt so ein Personal, die Buchhalterin einstellen. Die Buchhalterin ermöglicht mir dann auch hier meinen Cashflow besser zu gucken. Und sobald man das halt hat, kann man dann auch entsprechend besser arbeiten. Überschreitet tägliches Einkommen immer noch, dann schmeißen wir halt noch einen Arbeiter raus. Hier wird natürlich jetzt auch fleißig dann abgebaut, aber geht nicht. So. 5000 kriegen wir als Payment. Und dann noch schnell eine Psychologin. Ah ne, das geht auch nicht, ne? Doch, Psychologin geht auch. Sehr gut. Und da wir jetzt die Buchhalterin haben, können wir jetzt endlich mehr Wachen einstellen. Und zwar würde ich vorschlagen, dass wir die dann auch direkt da ein... Oh je. Dass wir die auch direkt da einsetzen, wo wir sie brauchen. Also hier zum Beispiel. Sehr gut. Ja, und hier natürlich. Wollen wir erstmal 15 Wachen. Ja, dann haben wir Arbeiter entlassen. Da brauchen wir auch wieder so ein paar. Und dann haben wir keine Ärztin noch nicht. Nehmen wir mal 2. Da kriegen wir bestimmt auch Boni für. Wir brauchen noch weitere Gärtner. Und wir brauchen noch ein paar Hausmeister. So. Jetzt haben wir aber erstmal hier einiges gemacht. So, was haben wir denn hier? Vorfälle. Je. Ja, jetzt gucken wir uns mal an, was aus unserem Gefängnis geworden ist. Jetzt sehen wir es ja. Und da sehen wir Penalty. 50.000 kriegen wir abgezogen für... Tod in meinem Gefängnis. Insgesamt ist es 1,2 Millionen wert. Und das hier ist eine neue Option, auch in Alpha 19. Ihr könnt hier Shares von eurem Gefängnis verkaufen für 10%. Wenn ihr das Gefängnis dann insgesamt verkauft, bekommt ihr natürlich dann nur noch den Wert minus das, was ihr als Shares verkauft habt. Ne? So. Wir müssen mal hier irgendwie diese Tür locked open machen. Wir haben auf jeden Fall jetzt hoffentlich hinreichend Wachen, sodass wir in den wichtigsten Bereichen überall Wachen haben. Ja, und da wird die Leiche weggebracht. Das ist natürlich jetzt kein schöner Anblick. Hatten wir eigentlich die Kurse aufgestellt? Ich glaube schon, ne? Wir gucken uns auch eben mal die Needs an. Schlaf brauchen die alle, ja. Wenn ihr eure Einrichtung zerstört da oben, ja, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass eure ganzen Zellen unter Wasser stehen. Das interessiert mich da nicht, wenn ihr euch nicht benehmen könnt. So, der wird jetzt gleich hier in eine Dingszelle eskortiert. Ja, die haben natürlich auch jetzt Hochkonjunktur hier. Ja, und das ist richtig so. Der ist verletzt und was, der kommt jetzt erstmal in Isolationshaft, obwohl er verletzt ist und wird dann behandelt, wenn er die abgesessen hat. So muss das sein. So, die Zelle hier können wir kopieren. Wir brauchen ja neue Zellen noch. Morgen kommen 20 Gefangene, das habe ich mal wieder angestellt. Weil wir haben ja jetzt hinreichend Mitarbeiter. Und wenn nicht, dann stellen wir einfach noch ein paar mehr Arbeiter ein. Was ich auf jeden Fall nicht will. Ja, 11 Gefangene haben wir jetzt noch. Und da wird natürlich Holz geschleppt hier ordentlich. Das wird dann verkauft. Ihr seht, wir sind von 1 Million gekommen. Da wollen wir auch wieder hin. Jetzt gucken wir mal, was machen die eigentlich. Achso, die bauen Bäume auf. Hier wird immer noch nicht richtig gearbeitet. Da müssen wir mal... Ach, da ist noch kein Tor davor. Apropos Essen. Da wollen wir eben gucken, wie das läuft mit dem Essen hier. So, hier lecker Stapel Essen drauf. Hier ganz viele Wachen. Da wird gespachtelt. Hier oben liegt immer noch keine Leitung. Okay, wir lassen jetzt mal bis zum nächsten Tag vorlaufen, damit hier mal irgendwas passiert. Das ist ja total langweilig. Hier passiert ja nie was. So. Jetzt wird hier übrigens das Holz, habt ihr gerade gesehen, das wurde jetzt hier zum Abholpunkt gefahren. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier.
da, Exports, da liegt jetzt das Holz drin. Und, auf was auch immer der hier wartet. Keine Ahnung. So, jetzt wird das Holz auf den Wagen gepackt. Ja, zack, 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 zack. Und dann fährt der Wagen raus und warum haben die als Need Schlaf, obwohl... Naja, die gehen jetzt alle schlafen. So, hier wird also jetzt ordentlich das Holz draufgepackt und wenn der Wagen voll ist, dann fährt er weg. Und jetzt gucken wir mal, dann kriegen wir da Geld für. Hoffe ich zumindest. So, und ein voller Wagen bringt wie viel Geld? Das würde mich mal interessieren, weil das weiß ich nämlich auch noch nicht. Schauen wir mal. 1250. So, jetzt wird der nächste Wagen vollgepackt und so geht das Spielchen weiter. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir hier eine Wache stationieren können. Oder zwei, die dann immer mal die Tore auf und zu machen. Weil Wachen haben wir ja genug. So, hier ist ein Gewusel und ein Gezubbel und ein Gemache und ein Getue. Aber hier wird der Wagen nicht befüllt. Wir haben wahrscheinlich noch zu wenig Arbeit, da müssen wir mal gucken. So, jetzt sind alle im Bett, jetzt sind alle am Schlafen. Das heißt, wir können mal eben einmal die Zellen durchsuchen. Da werden noch immer Verletzte hier weggebracht. Sehr gut. So, da ist halt einer einen Löffel mitgenommen. Hier ist eine Blutlache, da ist wahrscheinlich einer zur Krankenstation gebracht worden, oder? Gucken wir mal eben. Es sieht bald so aus. Ja, da liegt er, wird behandelt. Und ich wollte ja immer mal näher rangehen, wenn hier so Geräusche sind und so, weil das ist echt cool. Das habe ich noch nie gemacht, obwohl wir schon über 100 Folgen spielen jetzt. So, da wird wieder abgeliefert, aber diesmal kein Holz. Und da müssen wir jetzt mal langsam gucken, dass wir dann auch hier, weil wir so viele Mitarbeiter haben, dass wir den ordentlichen Cashflow hinbekommen. Aber die sind friedlich hier, ne? Die haben zwei Gabeln, einen Löffel, haben die mitgehen lassen. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Jetzt gucken wir mal, ob unsere Werkstatt jetzt soweit ist. Immer noch nicht. Was machen die denn da die ganze Zeit? Mann, Mann, Mann. Zu wenig Arbeit oder was? So, Essen. Da haben einige noch Probleme mit Essen. Erholung, natürlich. Wir haben, das wollte ich noch machen, auf dem Hof hier haben wir überhaupt noch keine Einrichtungsgegenstände aufgestellt, mit denen man sich irgendwie erholen kann. Das wollen wir mal nachholen. Wir machen also jetzt mal hier so ein paar... Gewichtsbänke, und zwar auf jeden Hof. Nicht, dass es hinterher heißt, ja, auf dem einen Hof waren welche hier nicht. Ich kann mich ja hier bei dir überhaupt nicht erholen. Was sind da jetzt so schwierig, noch diese letzte Stelle zu durchsuchen? Hm. Dann brauchen wir ein paar Foam Boosts. Da stellen wir auch mal hier immer an den Wänden welche auf. Und das Ganze auch auf der anderen Seite. Das werden wir noch hübscher machen. Das ist jetzt natürlich sehr wenig Privatsphäre hier. Aber immerhin haben wir ja schon mal Recreation-Möglichkeiten. Was ist hier los? Warum wird hier... Welcher Ort kann hier nicht durchsucht werden? Ach, der hängt hier wieder an der Wand fest. Der wollte im Lokus nachgucken und kann da nicht reingucken, weil er an der Wand festhängt. Jetzt ist fertig durchsucht. Wunderbar. Ja, unser Geld wird stetig weniger. Jetzt müssen wir nochmal eben hier die Zellen zu Ende machen. Das heißt, wir bauen hier die Türen rein. Warum haben die denn hier die Wand abgebaut? Weil ich war... Ah, ich habe wieder falsch kopiert! Ah! Irgendwann lerne ich es noch. So, das heißt, demontieren mal bitte einmal den ganzen... Das hier ist alles falsch, Jungs. Bitte einmal demontieren hier. Da hätte ich gerne wieder eine Wand. Hier durch. Ah, shit. Und dann klonen wir das wieder hier rein. So. Ich hoffe, das haut hin. Ja, dann müssen wir noch sagen, dass das Zellen werden sollen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Wunderbar. Und da haben wir 26 Zellen, 20 gefangen gekommen. Sollte halbwegs hinkommen. Hier wird auch fleißigst Essen gekocht. Guckt euch das mal an, wie hier gekocht wird. Sollen wir nochmal zwei Köche einstellen. So, dann geht es auch noch um Stationierung. Denn wir hatten ja beim letzten Mal gesehen, dass der Workshop noch gar nicht richtig eingerichtet war. Hier, aber hier fehlt immer noch die Tür. Was machen die denn?
Die laufen hier rum und... Wir brauchen noch mehr Arbeiter. Wegen den Bäumen und so. So. Genau, jetzt können wir nämlich hier Stationierung machen und dann können wir hier sagen, natürlich erstmal hier Mitarbeiter und dann natürlich Arbeitsplätze. Maximal 18 Jobs, das heißt, ihr habt den Raum zu klein gemacht. Na, ganz toll. Dann müssen wir den Raum auch noch größer machen. Also, wir nehmen dann mal hier die Wand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Könnten wir da noch einen Raum reinmachen. Zur Not. So, und dann werden wir Bäume gekauft ohne Ende. Und wir schauen mal, was mit den Jungs zu los ist. Die sind schon wieder alle so unzufrieden hier. Die wollen Hygiene, die wollen Erholung, die wollen... Was haben wir denn hier? Oh, da kommt erstmal Arbeit. Dann gehen wir den erstmal statt Arbeit, geben wir den erstmal einmal Freizeit. Dann machen wir es mal so. Vielleicht hilft das ja. So. Das sieht alles ganz gut aus. Das scheint auch zu funktionieren hier mit dem ganzen Wachpersonal hier. Da wird ordentlich immer auf und zugeschlossen. 20 neue Gefangene kommen jetzt. So, die müssen wir eben unterbringen. Also Essen ist hier reichlich. Guck mal hier. Boah. Denen geht's gut. Reinigungskräfte brauchen wir noch mehr. Das heißt, wir müssen mal eben gucken, wo hatte ich denn hier... Genau, einen Gruppenraum müssen wir auch noch bauen. Hier sieht's aus wie... Oi, 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 oi. Wann ist denn Arbeitszeit? Wir behalten das mal im Auge hier und bauen unseren Gruppenraum. Mal so ein bisschen. Hauen mal Sofas rein. Und Fernseher. Ich hoffe, der ist richtig rum. Das sieht man immer so schlecht. Ja, so rum ist er richtig. Also bauen wir hier mal Fernseher rein. So. So. Und hier ein Fernseher. Da ein Fernseher. So, was können wir denn noch einstellen? Natürlich Billardtische. Da können wir auch noch welche hier draußen hinstellen. Sonst sind die Jungs nicht zufrieden, habe ich den Eindruck. So, jetzt haben sie Freizeit. Jetzt können sie eigentlich theoretisch machen, was sie wollen. Und stattdessen hocken die lieber in der Zelle rum und beschweren sich, dass sie keine Freizeit haben. Schon ein komisches Volk. So, hier noch ein paar Billardtische rein. So. Und vielleicht gönnen wir denen auch mal, das hatte ein User vorgeschlagen, dass wir ihnen auch einen Getränkeautomaten gönnen, dass sie sich ein paar Getränke ziehen können. Aber ich glaube, das können die Gefangenen nicht eigenständig. Bin mir da nicht sicher. Lassen wir mal lieber. Oder? Probieren. So, dann müssen wir jetzt hier die Wand entfernen. Abreißen. Und da wird Holz geholt. Guckt euch das mal an. Also das wäre jetzt nicht das Problem, ne? Aber irgendwie... Also hier haben wir alles verstopft. So, jetzt ist Arbeitszeit. Jetzt wird es Zeit. Und jetzt haben wir natürlich hier wieder das Problem, dass wir den Raum nicht hinreichend... Seht ihr? Genau. Obwohl, da wird gearbeitet. Das ist gut. Was wollten wir denn hier? Wir wollten hier machen Workshop. Wo ist es denn? Hallo. Ich sehe wieder hier den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da, genau. Workshop. Und da ist schon wieder irgendwo Aufstand. Das klingt zumindest so. Jetzt können wir hier dann auch 20 stationieren, nehme ich an. Genau. Dann gucken wir mal nochmal nach dem Qualifikationsprogramm. 4 sind interessiert, 2 haben es abgeschlossen, 2 haben auch bestanden. Ja, das ist doch vorbildlich. Küchenunterweisung läuft überhaupt nichts. Lehre als Tischner haben wir nichts. Dann brauchen wir noch eine Verhaltenstherapie. Würde ich sagen, starten wir mal. Und dann kann die Psychologin nämlich verschiedene Termine machen, wo Leute Verhaltenstherapie machen können. Und was ich noch gucken wollte, ist, wie sieht es denn mit unserer Schule eigentlich aus? Wo bist du, Schule? Ganz hinten. So, der Herr Lehrer, der ist schon da, aber irgendwie keine Schüler. Tja. Wir bezahlen den und die machen nichts. Na sowas.
So, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Sicherheit hier reinbringen. Also so im Sinne von mehr Metalldetektoren und so. Ich würde mal sagen, dass wir das schön hier machen könnten, wo... Ist natürlich die Leitung genau falsch. War ja klar. Machen wir es so. Was wird da eigentlich noch die ganze Zeit gebaut? Ich verstehe das nicht. Hier ist doch, das müsste doch alles fertig sein so langsam mal. Was machen die denn da eigentlich die ganze Zeit? Und warum sind die schon wieder unzufrieden? Was fehlt denn jetzt schon wieder? Bedürfnisse. Die wollen essen. Ja, heute Morgen war... Was ist hier los? Heute Morgen war Zeit genug zu essen. Da sind die wieder irgendwo rumgepimmelt und haben gedacht, boah, für mich gilt das nicht. Das ist vielleicht ein Vorschlag. Tja. Und hier wird irgendwie erst alles verstopft. Da müssen wir mal so ein bisschen verkaufen. Aber da kommt natürlich ordentlich Geld rein, ne? Das muss man schon sagen. Und der hier ist fleißig, das ist gut. Und wir machen mal hier diesen ganzen Planungskram hier weg. Sonst erkennt man hier nichts. So, und hier wird gesägt. Wunderbar. Und das bedeutet für mich, was ist eigentlich mit unserem Angestelltenraum? Wird der mal benutzt jetzt? Weil die anderen Räume, die werden ja immer nicht benutzt. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Mhm. Hier fehlt noch Wasser, warum auch immer. Ah, deswegen, genau. Und dann brauchen wir jetzt immer... Da müssen wir auch Leute einstellen hier. Aber das geht noch nicht, weil wir hier wieder keine Tore haben. So, jetzt... Der Gruppenraum wird gebaut. Ja, die haben jetzt hier in der Arbeitszeit, der Typ da oben, der Makepeace, der rennt hier rum und hat nichts zu tun. Was ist denn mit Essen eigentlich? Warum? Was habt ihr für ein Problem mit eurem Essen jetzt schon wieder? Ihr bekommt was. Ihr nehmt es nicht an und beschwert euch dann. Das machen wir anders. Ihr schlaft jetzt einfach weniger. Ist mir doch egal. So. Machen wir das mal so. Dann haben die zwei Stunden Zeit zum Essen. Das sollte aber wirklich reichen, dann leer zu machen hier. Was macht denn der hier eigentlich? Ach so, der war bei der Psychologin. Ah, das ist cool. Ja, die hat ihn jetzt betreut psychologisch, sehr gut. Und hier werden wieder Bäume gekauft, als wenn es keinen Morgen gäbe. So, hier wird gearbeitet, aber die haben alle Hunger. Wann kriegen wir das nächste Mal zu essen? Heute Abend, ne? Da machen wir das anders. Da machen wir... Das Essen, das ziehen wir vor. Die Freizeit. Da können die ja schon schlafen, wenn die wollen. Dann ziehen wir das mal hier hin. Ich weiß gar nicht, wie ich das bei den letzten Gefängnissen hatte. Ob das auch alles so knapp war, keine Ahnung. So, hier wird gekocht, das läuft. Da sitzen wir hier rum, auch nichts zu tun. Hier in den Zellen, die sind zufrieden, glaube ich. Und wir kriegen morgen acht neue Insassen. Wir haben jetzt schon zu viele. Das heißt, wir müssten mal hier diese Zellen, die haben wir ja schon, die müssten wir mal einrichten. Das machen wir auch mal. Und zwar brauchen die hier auch ein Bett. Die brauchen einen Lokus. Und die bekommen einen Fernseher. So, ist er jetzt richtig rum? So rum ist er richtig rum. Und die brauchen... Ah, jetzt ist Hofgang. Jetzt können die sich doch hier... Was denen alles fehlt hier, was die eben zu meckern hatten. Das können die doch alles jetzt nachholen, oder nicht? Oder wie? Ja, Hunger haben sie. Aber der Bild hat gespielt. Freiheit, die haben einen riesengroßen Hof. Das gefällt denen natürlich. Weil die können sich da richtig schön bewegen hier draußen. So, und wir müssen mal sehen, dass wir hier wieder Wasser hinbekommen. Das können wir jetzt von der einen Pumpe von hinten machen oder wir machen das von dieser Pumpe. Ich würde sagen, wir machen das von dieser Pumpe ausgehend. Wo wir gerade einmal dabei sind. So, das heißt also einmal hier runter und dann einmal hier in diesen ganzen Zellen. Ja, und dann haben wir hier jetzt ein Problem, weil hier habe ich das ja blöd gelöst. Aber wir machen es trotzdem. Auf einer Seite. Und hier nochmal, dieses Mal wieder hinten. Na komm. Und dann haben wir da nochmal neue Zellen. Ja,
Ja, so wie ich das sehe, wird es wahrscheinlich noch eine vierte Folge geben von dem ganzen Kram hier. Das scheint mir bald so. Was ist denn da wieder für ein Radau? Au, 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 Aufstand, 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 Aufstand. Die hier, was ist mit denen los? Die haben Hunger. Wann gibt's denn Essen? Es gibt Essen in 2 Stunden. Aber warum? Die hatten doch zu essen Zeit hier. Und die machen Randale. So. Damit ist die Randale hier zumindest schon mal beendet. Aber ich höre woanders auch noch Krach. Ach nee, das sind die Typen hier wieder. Aber denen ist es zu gefährlich hier. Das heißt, hier wird auch irgendwo rumrandaliert. Zu gefährlich. Ja, dann geht doch gleich essen. Was ist denn euer Problem jetzt schon wieder? Ah, Leute, nee, ihr seid manchmal wirklich sowas von dämlich. So, was ist denn jetzt hier? Arbeit, da könnt ihr jetzt theoretisch... Noch eine Stunde. Was ist das denn für ein Krach? Und hier ist Aufstand ohne Ende und die stehen hier rum und tun nichts. Ja, was ist denn eigentlich euer Problem hier? Hä? Warum geht das Tor nicht auf? Weil die Wache nicht hinkommt, um es zu öffnen. Auch nicht schlecht. Mach mal auf hier. Leute, nee, das ist doch alles nicht euer Ernst. Hallo. Hallo. So. Meine Güte, war das schwierig. Na, immerhin. 17 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Jetzt ist Essenszeit. Wenn ihr jetzt alle da rumsteht und nicht esst. Ja, was ist denn jetzt? Ihr steht davor rum, nehmt nix. So, geht doch. Wir werden mal eben gucken. Übrigens, Essensqualität machen wir mal hoch. Und Essensvariation machen wir auch hoch. Meine Gefangenen sind die Besten. Für die tue ich alles. So, okay. Hier sieht es jetzt so aus, als hätten wir langsam mal immer noch nichts verkauft. Toll. Ja. Immerhin sollte das dann irgendwann mal plus minus null sein. So, hier haben wir der Wäscheraum, der Wäschereiraum. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir hier jetzt dann Leute stationieren. Nämlich 4 Leute, die Wäsche machen und eine Wache. Hier auch eine Wache und alle Arbeiter, die sonst übrig sind. In der Küche lassen wir keinen arbeiten. Das ist mir irgendwie beim gegenwärtigen Stand des Gefängnisses ein bisschen zu gefährlich. Ich traue dem Laden nicht. Ja, und dann klonen wir hier nochmal die Geschichte und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der 4. Folge wieder. Und dann werde ich hoffentlich dann dazu aufkommen, aufzulösen, was es denn eigentlich hier auf sich hat, was ihr vielleicht schon vermutet, hier gesehen zu haben oder geahnt zu haben. Schauen wir mal. Das wäre dann Folge 100.4, ne? Wenn ich das richtig sehe. So. Kann ich das eigentlich kopieren für hier? Ja, das kann ich, ne? Das geht. Oder habe ich das Rohr da auf die andere Seite gelegt? Ich meine nicht. Gucken wir mal. Wahrscheinlich bei meinem Glück habe ich das genau auf die andere Seite. Nee, es passt sehr gut. Ja, das heißt also, hier, die können jetzt erstmal diese Zellen ausbauen. Wir bekommen morgen 8 neue Gefangene. Das sollte eigentlich hinhauen. Die sind jetzt wieder glücklich, weil die endlich gefressen haben hier, diese Idioten. Und, wo haben wir denn hier das Rohr langgelegt? Auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssten hier... Für diese Zellen müssten wir das jetzt andersrum machen. Dann müssten wir... Wie machen wir das denn jetzt? Oh, wei, wei. Das Bett immer hier hin. Oh, das ist kreativ. Hier in die Toilette und den Fernseher. Das geht nicht. Also Bett und Toilette reichen denen ja, ne? Das muss man auch dazu sagen. Wir kopieren erstmal nur das und dann setzen wir die anderen Sachen von Hand da rein. Also, hier einmal kopieren. 1, 2. Hallo. Was ist jetzt los? Achso, da ist noch nichts drin. Aha. Natürlich.
Ja, gut. Also, wir sehen hier, haben sich wieder Arbeiter irgendwie an der Wand gehangen. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen. Was ist hier unten los? Hier fehlt noch ein kleines Röhrchen. Ich hoffe, ihr seid bei der vierten und letzten Folge von unserem 100. Special hier. Oder unserem Special 100. Seid ihr wieder dabei? Und dann werde ich vielleicht dann endlich auflösen, was es denn hiermit auf sich hat. Die meisten werden es wahrscheinlich schon erahnt haben. Für andere ist es vielleicht eine große Überraschung. Denn ja, hier versteckt sich was. Mehr sage ich dazu nicht. So. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zur vierten und dann aber wirklich letzten Folge. Tschüss.